Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier in der St. Petri-Kirche im Herzen von Kopenhagen. Herzlich willkommen am Heiligen Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid, um die gute Botschaft zu hören. Um zu hören, wie die Engel sagen, siehe, ich verkündige euch große Freude, euch ist heute der Heiland geboren. Das wollen wir uns heute zusprechen lassen. Und wir möchten das gerne mit euch gemeinsam tun. Wir hier in Kopenhagen in der St. Petri-Kirche befinden uns in der ältesten Kirche in der Kopenhagener Innenstadt. Seit fast 450 Jahren feiern Menschen hier in deutscher Sprache Gottesdienst, werden hier in diesem Haus getauft, getraut, konfirmiert, begleitet auf ihrem Lebensweg und bestattet. Hier in diesen Mauern ist so viel Trost und Halt und Hoffnung. Und davon wollen wir euch heute an Weihnachten 2021 so viel wie nur irgend möglich mitgeben. So lasst uns miteinander Gottesdienst feiern, lasst uns auf Gottes Wort hören, lasst uns singen, lasst uns beten und lasst uns dankbar sein.
Lasst uns beten. Wir beten mit Worten des 96. Psalms. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker, bringet da dem Herrn, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürcht ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht, der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Thank you.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. So haben wir gerade gehört, so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Sie beginnt mit dem ganz großen Rahmen, mit dem römischen Imperium. Und dann richtet sich der Blick von diesem riesigen römischen Imperium an einen ganz klitzekleinen Ort, nach Bethlehem. Und er richtet sich nicht auf einen Palast oder ein anderes prächtiges Gebäude, nein, er richtet sich auf eine Krippe, einen Stall oder vielleicht war es auch eine Höhle. In jedem Fall war es eine sehr einfache Unterkunft und wahrscheinlich kein Ort, wo man gerne ein Kind zur Welt bringen würde. Aber gerade das finde ich schön daran, dass es eben so einfach beginnt, einfach und ärmlich. Denn es zeigt, dass Gott zuerst zu den Armen gekommen ist. Genauso wie die Hirten mit ihren Schafen. Das waren ja auch ganz einfache, ärmliche Menschen. In der Bibel gibt es viele Stellen, die davon erzählen, dass Gott sich besonders den Armen, den Ausgegrenzten, den Schwachen zugewandt hat. So eben wie diesen Hirten. Sie waren die Ersten, die die frohe Botschaft gehört haben. Und wie wir eben gehört haben noch einmal, sind sie dann losgezogen und haben es weitererzählt. Gehört haben sie es von einem Engel. Ja, was wäre eine Krippe ohne die Engel? Was wäre die Bibel ohne Engel? So viele Stellen gibt es, die davon berichten, wie die Engel den Menschen die Welt erklären. Engel, das heißt eigentlich Angelus, der Bote, also ein Gesandter Gottes. Und auch heute gibt es ja viele Menschen, die nicht mehr so viel anfangen können, vielleicht mit der Kirche oder der Bibel oder dem Glauben. Aber Engel, die sind für ganz schön viele Leute immer noch sehr wichtig. Wer möchte nicht gern einen Schutzengel haben? Ja, was ich auch schön finde natürlich, sind die Palmen. Die Palmen hier in dieser speziellen Weihnachtskrippe. Das ist nämlich die Weihnachtskrippe von unserer Familie. Damals, als mein Mann und ich Eltern geworden sind zum ersten Mal vor 16 Jahren und mit unserem Sohn Jakob Weihnachten feiern wollten, da haben wir uns diese Krippe gekauft. Und seitdem begleitet sie uns. Und wie gesagt, die Palmen, die finde ich auch besonders schön, denn die erinnern mich daran, dass die Weihnachtsgeschichte eben in einem fernen, exotischen Land spielt und dass es wenigstens warm gewesen ist und nicht so wie heute kalt hier in Kopenhagen. Ja, und wo wir schon bei der Schöpfung sind, bei den Pflanzen, natürlich ist es auch schön, dass ein Esel und ein Ochse von Anfang an dabei gewesen sind, dass sie von Anfang an dieses Kind mit angehimmelt haben. Denn das zeigt ja, dass Gott eben nicht nur für die Menschen Mensch geworden ist, sondern für das ganze Tierreich, für die ganze Schöpfung. Und dass die vielleicht besser als manche Menschen verstanden haben, was da damals passiert ist. Naja, und dann natürlich die Weisen aus dem Morgenland, die Magier, oder die drei heiligen Könige, wie wir zu ihnen sagen. In der Bibel steht gar nicht, wie viele es waren. Und es steht auch nicht in der Bibel, wie sie hießen. In der Tradition sind sie dann nachher Kaspar, Melchior und Balthasar genannt worden. Und sie waren die Ersten, die eben an Weihnachten Geschenke gebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, weil es ein kostbares, edles Metall ist, eines, das Königen gebührt. Weihrauch, weil Weihrauch gut riecht. Und Myrrhe, das ist eine Medizin. Und natürlich finde ich das gerade jetzt in der Corona-Pandemie so schön und geradezu wunderbar, dass schon vor 2000 Jahren eines der ersten Geschenke, das Jesus bekommen hat, eine Medizin gewesen ist. Denn wo wären wir heute in diesen Zeiten ohne die Medizin? Ich zum Beispiel habe gerade gestern meinen dritten Stich bekommen und spüre ihn immer noch im Arm. Gott sei Dank, kann man sagen, gibt es diese Medizin. Und ich wünschte, sie wäre gerechter verteilt auf dieser Welt. Ja, also die Medizin, sie hat schon in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle gespielt. Und dann hat natürlich eine große Rolle gespielt der Stern. Denn damals, da gab es ja keine Möglichkeit zu navigieren mit Google Maps. Da musste man sich an den Sternen orientieren. Und vielleicht wäre es für uns manchmal auch praktisch, wenn wir den Kopf in den Nacken legen würden und nach oben in den Himmel schauen würden, um wieder Orientierung zu gewinnen, um Halt zu finden. Schließlich zu den Hauptfiguren. Da ist natürlich Maria. Maria war damals ungefähr 13 Jahre alt.
so alt wie unsere große Tochter Ronja heute ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wären wir ziemlich verstört, wenn Ronja plötzlich schwanger werden würde. Und Ronja wäre auch sehr verstört. Und wahrscheinlich ist Maria auch ziemlich verstört gewesen damals, zumal, wie es ja in der Bibel heißt, sie eben noch von keinem Mann erkannt worden war. Sie war zwar verlobt mit Josef, aber sie hatten eben noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt. Und dann hat Maria von einem Engel erfahren, dass sie das Kind Gottes unter ihrem Herzen trägt. Die Reaktion von Maria darauf war nicht einfach nur, das passiv hinzunehmen, sondern sie hat daraufhin den Lobgesang der Maria gesungen, das Magnificat. Ja, und dann kam eben dieses Baby auf die Welt. Weltenretter, Messias, Erlöser, Heiland. Was für Wundernamen hat er alle bekommen, dieses kleine, niedliche Baby. Und tatsächlich ist, so glauben wir, die Welt eine andere, seitdem Gott als dieser kleine Mensch auf die Welt gekommen ist. In diesem Jahr mag ich übrigens am liebsten von all meinen Figuren den Josef. Denn für Josef war das natürlich auch ein ziemlicher Schock, als er damals erfahren hat, dass seine Verlobte schwanger war. Selbst heute wäre das ja zumindest überraschend, sagen wir mal so. Aber vor 2000 Jahren, da war das natürlich ja noch viel krasser. Und für Josef wird das auch eine ziemlich unangenehme Überraschung gewesen sein. So hat er damals überlegt, Maria und das Kind, das da im Werden war, zu verlassen. Aber dann ist ihm nachts im Traum ein Engel erschienen und der hat ihm erklärt, dass dieses Kind das Kind Gottes ist. Und daraufhin hat Josef, der Zauderer, der Zögerer, sich überlegt, dann bleibe ich bei den beiden, bei Maria und bei meinem ungeborenen Kind. Ja, bei seinem ungeborenen Kind, denn er ist dann der soziale Vater von Jesus geworden. Und das, muss ich sagen, kann ich ihm nur hoch anrechnen. Weihnachten, eine uralte, aber wie ich finde, immer wieder wunderschöne Geschichte, die Licht in unsere Welt bringt. Was findest du am besten an der Krippe, Sabine? Eigentlich mag ich immer noch sehr gerne die Engel. Und dieser Engel sieht sehr glücklich aus und er ist eben nur einer von vielen Engeln gemäß der Weihnachtsgeschichte. Denn es heißt ja hier, und da war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen. Die Engel stehen für mich für die Musik und die Musik ist nicht nur an Weihnachten, sondern immer für uns sehr wichtig. Und in diesen Pandemiezeiten sind wir natürlich auch glücklich, dass wir immer noch singen dürfen, denn dass uns das letztes Jahr verwehrt war, das ist uns schon hart angekommen. Und insgesamt gesehen hat unsere Religion auch die Möglichkeit gegeben, immer wieder über die Musik zu uns selbst zu finden und sich zu vertiefen und Frieden zu stiften. Und aus diesem Grund sind die Engel mir sehr wichtig. Sie stehen für die Musik. Ja. Und du, Christoph, was gefällt dir am besten? Für mich ist der Stern am wichtigsten. Der Stern gibt die Richtung vor. Ohne den Stern wären die drei Könige, wer weiß wo, gelandet an dem Abend. Und dann würden wir, wer weiß was anderes machen heute. Aber der kann auch noch mehr, was Google Maps nicht kann. Dadurch, dass er die Richtung vorgibt und das Ziel vorgibt, spendet er auch Trost. Und er kann einfach den Weg zum Glück zeigen. Und du hast ja eben das Bild benutzt, den Kopf in den Nacken zu legen und in den Sternenhimmel zu gucken. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der unter einem Sternenhimmel stehen kann, den Kopf in den Nacken legen kann und nicht in irgendeiner Form nachdenklich, meditativ etwas mitnimmt. Von daher ist der Stern für mich das, ja, worauf ich am meisten Wert lege. Ja, ihr Lieben, das wünschen wir euch, dass ihr euch begeistern lasst von der Musik, dass euch Engel begegnen, dass ihr euch von den Sternen inspirieren und leiten lasst. Dass Weihnachten zu euch kommt, dass eure Herzen weit werden und dass ihr spürt, Gott ist Mensch geworden, der Weltenretter, er ist mitten unter uns. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,
der bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wir danken dir für diese besondere Nacht, die du uns jedes Jahr schenkst, für diese stille, heilige Nacht. Wir danken dir für das Wunder der Weihnacht, für dieses Wunder, das unser Leben hell und Licht macht. Wir bitten dich, guter Gott, an diesem Jahr, an Weihnachten, um so vieles. Selten ist unser Herz so schwer gewesen an Weihnachten. Wir bitten dich, ewiger Gott, für die Menschen, die Angehörige verloren haben im zurückliegenden Jahr. Tröste sie. Wir bitten dich, Gott der Barmherzigkeit, für die Menschen, die krank und infiziert sind. Heile sie und lindere ihre Leiden. Wir bitten dich, guter Gott, für unsere Gemeinde. Lass uns weiterhin zusammenbleiben und eine junge, lebendige und schöne Gemeinde bleiben. Und schließlich bitten wir dich um das Wunder der Heiligen Nacht in unseren Familien. Lass uns in Frieden und Eintracht und in Einigkeit diese heilige Nacht begehen mit den Menschen, die wir lieben und die du uns an die Seite gestellt hast. Komm du in unsere Welt. Alles, ewiger Gott, wofür wir danken und alles, worum wir dich bitten, sprechen wir aus mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Und so beten wir vereint mit den Christen und Christinnen aller Zeiten, aller Konfessionen und aller Länder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, auch diese Weihnacht steht leider wieder im Schatten der Corona-Pandemie. Viele von Ihnen verbringen den Heiligen Abend und die Weihnachtstage im kleinen Kreis zu Hause und verzichten auf das Beisammensein mit der Gemeinde in der Kirche. Auch wenn dies nur ein kleiner Trost sein kann, begrüße ich es sehr, dass die St. Petri-Kirche einen digitalen Weihnachtsgottesdienst feiert. Herzlichen Dank dafür. Für meine Familie und mich ist dies das erste Weihnachtsfest in Dänemark. Wir sind sehr dankbar für die Offenheit und Freundlichkeit, mit der wir hier in Kopenhagen empfangen worden sind. Das gilt auch für die Gemeinde St. Petri, wo wir bereits häufiger an Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen teilnehmen durften. Dass es hier in der dänischen Hauptstadt eine weltoffene, lebendige deutschsprachige Gemeinde gibt, ist ausgesprochen wertvoll. Ich danke Ihnen für diesen aktiven Einsatz. Es ist sehr beeindruckend, wie selbstverständlich das Deutsche, aber auch das Dänische in dieser Gemeinde gelebt wird. In der Kirche sind Vertrauen und Zusammenarbeit zentrale Elemente. Damit spiegelt die St. Petri-Kirche auch vieles von dem wider, was ich hier in Dänemark sehr zu schätzen gelernt habe und was mit dem Wort Samfundssinn so treffend beschrieben wird. Gerade der Umgang mit der Pandemie hat gezeigt, dass hier in Dänemark sehr viel sehr gut funktioniert und dass das Vertrauen und der Samfundssinn dieser Gesellschaft sehr gut tun. Liebe Gemeinde, das leitet mich weiter zu einer für mich zentralen Botschaft des Weihnachtsfestes: dem Vertrauen in die Zukunft und dem optimistischen Blick nach vorne, wie er sich auch im Weihnachtsevangelium nach Lukas wiederfindet. Fürchtet euch nicht. Das sagt der Engel zu den Hirten, als er erscheint, um die Geburt Jesu zu verkünden. Der Aufruf des Engels, die Furcht zu überwinden, ist auch ein Aufruf, in die Liebe Gottes zu vertrauen. Es ist für mich eine sehr positive Botschaft, der Zukunft mit Offenheit
entgegenzusehen. Fürchtet euch nicht heißt nicht, jegliche Vorsicht über Bord zu werfen, sondern das Vertrauen in das Leben und die Zukunft und für viele von uns in den Glauben zu stärken. Es ist der Appell, unser Handeln nicht von Unsicherheit und Furcht leiten zu lassen. Das gilt auch für unser politisches Handeln. International stehen wir vor ungeahnten Herausforderungen in dieser rauer werdenden Welt des 21. Jahrhunderts. Aber wir haben die Instrumente, unsere Interessen und Werte als Europäerinnen und Europäer wirksam zu verteidigen. Durch unsere Heimatländer, aber auch und besonders durch das gemeinsame Handeln in der Europäischen Union. Ein solches Vertrauen hilft uns sehr weiter, auch in herausfordernden Zeiten wie gerade jetzt in der Pandemie. Denn auch wenn dies die zweite Weihnacht mit Abstand, Mundschutz und weniger Kontakten ist, haben wir beim Umgang mit dieser Pandemie große Fortschritte gemacht. Es wurden Impfstoffe entwickelt, die uns sehr gut schützen. Zwar nicht vollends vor Infektionen, aber schwere Verläufe sind viel seltener. Und Europa hat dafür gesorgt, dass es rasch zur Verfügung gestellt werden konnte. Lassen Sie uns also dieses Fest trotz der Umstände genießen und mit Vertrauen in die Zukunft schauen. So geht hin in diese heilige Nacht mit dem Segen unseres barmherzigen und allmächtigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.